Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück auf meinem Kanal. Das letzte Mal war ja die zweite Bundesliga-Prognose für die Saison 23/24. Diesmal geht es wieder um die Bundesliga. Startet ja auch schon wieder bald. Und ich habe ja meine Magnettabelle wieder ausgepackt. Gute Hilfe für mich. Und ja, fangen wir auch schon direkt an. Platz Nummer 18. Da 18 wird Darmstadt 98. Und damit ist es auch schon der erste Aufsteiger. Platz 18, Darmstadt 98. Und ja, haben im Pokal verkackt gegen Viertligisten, was ziemlich krass war. GG nochmal in Homburg. Da gut gemacht und ja, das wird mit Thorsten Lieberknecht so. Auf jeden Fall, Darmstadt 98 wird letzter. Aus dem einfachen Grund haben Philipp Tietz ist abgegangen, dann Bennett, dann Pfeiffer, dann Sonnen. Die Abgänge, mein Zugänger ja, Clara von Düsseldorf, Hornby geholt, Andreas Müller haben sie geholt, Fabian Nürnberger haben sie von Nürnberg geholt, ablösefrei. Das ist ziemlich krass, ich habe gedacht, der bleibt bei Nürnberg, der Nürnberger. Passt ja vom Namen auch her, ihr wisst. Dann haben sie auch noch einen Torwart geholt. Und ja, wie gesagt, Darmstadt 98 wird letzter. Und damit steigen sie wieder ab. Wir sind auch kein Bundesliga-Verein, um ehrlich zu sein. Und Platz Nummer 17 wird hier auch, da habe ich auch nicht als Magnettabelle. Aber ihr könnt denken, wer es ist. Es ist der zweite Aussteiger, und zwar der Zweitbundesligameister Heidenheim. Der wird bei mir 17. Ich sehe Heidenheim einen kleinen Vorteil, also einen Tacken besser als Darmstadt 98. Ist auch, um ehrlich zu sein, nichts Persönliches gemeint. Es ist einfach nur meine Meinung nach. Und ja, Heidenheim ist, sehe ich in meinen Augen, besser als Darmstadt 98. Aber halt auch nicht besser für die Bundesliga. Ihr versteht es ja. Und ja, die haben nur ablösefreie Gänge zu bedauern hier. Biancardi ist nach Bielefeld gewechselt. Und Burnitsch nach Karlsruhe. Ein Rittmüller nach Braunschweig. Und ein Geipel nach Herrn Regensburg sind weggegangen. Dafür haben sie sich Marvin Piringer, Stürmer von Schalke, geholt. Sierslim von Wolfsburg geholt. Das sind schon mal ziemlich starke Transfers. Und ja, der Zweitbundesligameister wird aber trotzdem auch absteigen, wie Darmstadt 98. Daher sind die beiden Aufsteiger auch die beiden Abgänge. You know? Und kommen wir jetzt nun zum 16. Platz. 16. Platz. Hab auch mein Spickzettel da noch liegen. You know? Das wird euch überraschen, denn es wird Augsburg. Augsburg wird bei mir 16. Relegation. Bedeutet an alle Augsburg-Fans, das ist nur meine Meinung, weil Augsburg Platz 16 haben auch im Pokal abgelost, wie Darmstadt 98. Und ja, Relegationsplatz, also sagen wir es mal so. Ja, ich sehe sie überhaupt nicht. Also, nee. 16. Platz, also mehr auch nicht. Vielleicht steigen sie auch ab. Von den ganzen Abgängen her ist Pepi. Nee, Pepi. Der losseste Transfer, den Augsburg hatte. Also, den haben sie jetzt endlich losgeworden.
11 Millionen haben sie für den bekommen. Nicht schlecht. Dann Felix Götze ist abgegangen. Der Bruder von Mario Götze. Dann der beste Augsburger Keeper, Giekewitz, ist nach irgendwelchen Türkei-Ablöse freigegangen. Alle Bremer Fans freuen sich, dass er endlich weg ist. In Ordnung, die Abgänge. Haben sie gut eingekauft. Ja, Mekrem Berisha war ja letzte Saison Laie, haben sie sich jetzt fest verpflichtet. Aber laut einigen Gerüchten könnte er auch wieder schnell weggehen. Zu welchem Verein auch immer, weiß ich nicht. Wohin er geht. Vielleicht bleibt er ja auch. Denk mal, aber er geht. Haben sie auch noch Breitenhaupt geholt von Karlsruhe. Philipp Tietz von Liga-Konkurrenten Darmstadt 98. Sven Michel geholt von Union Berlin. Pfeiffer auch von Darmstadt 98 geholt. Darm von Mainz. Haben sie einen perfekten Torwart geholt für Rafael Giekewitz. Ja, dann, das war's dann auch. Platz 15. Grüße an alle Fans von den Vereinen. Ihr werdet mich sowieso alle hassen, aber ja. Stuttgart wird 15. Sich einen Tacken besser als Augsburg. Und dann bleiben sie auch in der Bundesliga. Ja. Und Stuttgart hier. Wenn ich den Stuttgart jetzt gerade finde. Ja, zu Stuttgart kann ich nur eins sagen. Die sind einen Tacken besser als Augsburg. Und ja, die Abgänge. Florian Müller ist nach Freiburg gewechselt. Dann haben sie Koulibaly weg. Dann Guirassy ist weg. Thiago Thomas ist weg. Okay, zu den Zugängen her. Kommen wir jetzt einfach zu den Zugängen her. Die Abgänge waren nur Florian Müller. Also, zu den Zugängen. Guirassy haben sie fest verpflichtet. Schlecht, dann haben sie Jung Woo Young oder wie auch immer er heißt, sorry, haben sie von Freiburg geholt, ehemaliger Bayern-Spieler, was ziemlich nicht schlecht ist, findet den gut, den Südkoreaner. Dann haben sie auch Alex Nübel Laie geholt, haben sie auch vielleicht auch eine Kaufoption, weiß ich jetzt nicht, habe ich mich jetzt auch nicht so mit verfasst mit Stuttgart. Und dann haben sie auch einen Big Transfer geholt, nämlich Dennis Under von Brighton für 10 Millionen. Ist zwar nur erstmal Laie geholt, haben sie auch eine Kaufoption wahrscheinlich? Ja, glaube ich, haben sie. Und ja, damit haben sie so einen perfekten Stürmer geholt. Dann haben sie auch noch Jamie Leveling geholt von Union Berlin. Ziemlich stark. Also Stuttgart wird bei mir 15. Vielleicht können sie auch höher. Die Saison fängt ja noch an. Kann doch alles passieren. Ihr wisst ja, wie der Lachs funktioniert. Kommen wir auch nun zum 14. Platz. Und ja, sorry. Ich mag euch trotzdem. Ja. Bremen wird bei mir 14. Sind ja auch im Pokal rausgeflogen. Hat keiner mit gerechnet. Lücke. Also Füllkrug könnte vielleicht auch noch wechseln, wurde ja vorher noch zu Kapitän ernannt, könnte trotzdem noch wechseln. Was so in dem Raum steht, ich weiß ja nicht. Vielleicht bleibt er ja noch oder geht nach der letzten Saison, weil ziemlich gut war. Aber Platz 14, Werder Bremen, könnte auch nach hinten losgehen, vielleicht steigen sie ja auch ab. Vielleicht ist ja auch eine Überraschung mit. Ihr wisst ja, wie der Lachs funktioniert. Von den Abgängen her haben sie Niklas Schmidt zu Toulouse hingewechselt. Ein Buchanan ist zu Birmingham City gewechselt. Yannick Engelhardt ist gewechselt. Maximilian Philipp ist ja durch die Leine nach Wolfsburg, zurück nach Wolfsburg hingewechselt. Also alles im einen sind die Abgänge so in Ordnung. Kommen wir nun auch zu den Zugängen. David Komlaski
habe ich ja schon in der Zeitmodelle erwähnt, Prognose, ist ja nach Bremen gewechselt. Dann ein Big Transfer, Naby Keita, von Liverpool gekommen. Aber er ist ja Verletzung. Durch die Verletzung kann er ja erst in 3 Monaten ja wieder spielen, circa. Gute Besserung an der Stelle. Dann ein Nick Woltemade ist von Elversberg gekommen. Und ja, das sind die Transfers von Bremen. Vielleicht wird Bremen ja weiter hoch sein, aber vielleicht geht es ja auch nach hinten los. Wie gesagt, die Saison fängt ja gerade erst an. Und mal schauen, wie es so läuft. Platz 13 ist eine Überraschung. Ist eine ziemliche Überraschung. Alle Fans von dem Verein werden mich grundlos hassen. Bei mir wird Platz 13 Gladbach. Gladbach, denke ich mal, ist das vorm schwächste Team in der Bundesliga. Letzte Saison unter Frag waren sie schon schlecht. Jetzt unser neuer Trainer Simeone müssen sich jetzt einspielen. Denk mal eher, es wird eher nach hinten losgehen. Ist auch nichts alles persönlich gemeint. Ist nur meine Einschätzung, was das, was ich sehe, was ich mitkriege, was ich lese. Und ja, Klapper wird 13. Also, was auch ziemlich schade ist, die haben auch einen ziemlichen Transferverlust zu bedauern, der ziemlich stark war bei Gladbach, aber Jonas Hofmann ist nach Bayer Leverkusen gewechselt, ist auf jeden Fall ein Downgrade für Gladbach, als auch ein Markus Thuram gewechselt, na, ist ja Inter Mailand ablösefrei gewechselt, dann ein Remy Benzabaini ist nach Dortmund gewechselt. Dann ein Lars Stindl, der Kapitän, ist zu seiner alten Liebe Karlsruhe SC gewechselt. Aber ganz klar, Gladbach wird 13. Vielleicht werden sie auch irgendwie so um die Platz 15 noch mitspielen, 16. Man weiß es halt leider nicht. Aber für mich 13 ist schon solide. Von Zugängen her kann ich kaum was zu sagen. Auf jeden Fall habe ich gerade erwähnt, Julian Weigel ist gekommen, ziemlich big. Ein Wöber ist gekommen. Ist nicht schlecht. Und ja, aber mehr als Platz 13. Vielleicht wird auch weiter runtergehen. So, Platz Nummer 12. Bochum! Mein VfL! Bochum wird 12. Zwar, bei den Testspielen haben sie, waren sie so, naja. Aber ich sehe die deutlich besser als Gladbach. Und Thomas Letsch, denke ich mal, macht dann eine gute Arbeit, hoffentlich. So, dass Bochum weiter in der Bundesliga bleibt. Grüße auch an alle Bochum-Fans. Hier, Herzen für euch. Abgänge her. Jannes Horn ist ablösefrei gewechselt nach Nürnberg. Ein Ganvola ist zu Young Boys Bern gewechselt. Dann ein Paul Kravis gewechselt. Dann Gerrit Holtmann, der beste Spieler, den Bochum je hatte. Keine Ahnung, was da passiert ist, aber ist jetzt weg. Ist zwar nur eine Laie, oder? Ja, ist eine Laie plus Kaufoption. Von den Zugängen her haben sie Quarteng von Magdeburg geholt, was ziemlich stark ist. Dann Bernardo von RB Salzburg geholt, was ziemlich stark ist. Lukas Daschner, Tide, Felix Passlack, ablösefrei gekommen. Dann erst vor kurzem, gestern kam Maximilian Wittek von Vitesse Arnheim. Wird, glaube ich, Jannes Horn ersetzen. Also dieser Transfer ist ziemlich big für Bochum. Kam aus dem Nix. War auch verwundert gestern. Aber ja, also alles mein starke Transfers von Bochum. Platz 12 ist in Ordnung. Platz 11. Es wird Hoffenheim.
Hoffenheim mit 11 da. Kann ich kaum zu was sagen. Halten die Bundesliga, bleiben wieder in der Bundesliga. Haben zwar einen großen Transferverlust zu bedauern. Zwar Baumgartner ist für 20 Millionen zu Leverkusen Leipzig gewechselt. Ja, der war der einzige Starke von Hoffenheim letzte Saison und sonst war der Rest Müll. Sorry. Monas Dabur ist auch gewechselt. Aber von den Zugängen ist Attila Szalai gekommen von Fenerbahçe für 12 Millionen. Marius Bülter ist von Schalke 04 gekommen für 3 Millionen. Was ziemlich stark ist, meiner Meinung nach. Schade, dass er nicht geblieben ist bei Schalke, aber was soll man machen? Dann ein Justwan ist von Paderborn gekommen. Dann ist auch vorgestern oder gestern Wout Weghorst gekommen, ist ein 2-0 Laie von Burnley gekommen. Ist ziemlich stark ist, damit wird der Monas Dabur, glaube ich, ersetzen. Dann ist Krillic wieder zurück nach ein oder zwei Jahren. Ist er von Amsterdam gekommen, gegangen und dann ist er jetzt wieder da. Dann, ja, und das war es dann auch. Also, Hoffenheim ist eine solide Mannschaft, aber mehr als in der oberen Tabellenhälfte wird es auch nicht sein. Deswegen Platz 11 vor Bochum ist schon mal nicht schlecht. Platz 10 wird der VfL Wolfsburg sein. Ja, VfL Wolfsburg wird damit Platz 10. Meinen Augen nach haben auch ziemlich einen Abgang zu bedauern. Wie zum Beispiel den Mick van de Ven für 40 Millionen nach Tottenham gewechselt. Aber da war nicht schlecht für Wolfsburg, aber ziemlich big. Aber auch die Ablöse. Dann Mescher ist gewechselt, ist nach Dortmund gewechselt für 30 Millionen. Also haben bisher von Ablösen bisher 70 Millionen. Nicht schlecht. Dann haben sie auch einen Pongracic geholt von Lesse, einen Sierslim geholt. Dann ist ja auch ein Marouche gekommen von Frankfurt, ablösefrei. Ottavio ist gekommen, ablösefrei. Also wie gesagt, Wolfsburg, Platz 10. Mehr werden die auch nicht. Platz 9. Ich weiß, es könnte nach hinten losgehen, aber es wird, denke mal, durch die Belastungen, die dieser Verein hat, also ganz eindeutig, und ich denke mal, ihr wisst, wer es betrifft, Freiburg wird Neunter, ich weiß, ich mache mich damit unbeliebt, aber durch die ganzen Belastungen werden sie halt schwächer und können nicht anknüpfen an die letzte Saison. Da waren sie ja krass oben mit. Diesmal werden sie krass weiter unten sein. Ist alles nur meiner Meinung nach. Die Saison ist ja noch lang. Hat der gerade noch gar nicht mal angefangen. Nö, wenn ihr das Video seht, hat sie schon längst angefangen. Also, Abgänge ja, Kevin Schaal ist nach Brentford gewechselt. Flecken ist nach Brentford gewechselt. Dann Jong ist nach Stuttgart gewechselt. Tempelmann ist nach Schalke gewechselt. Ja, Nils Petersen, geiler Bayern-Spieler gewesen. Hat Karriereende gemacht. Schöne Grüße an Nils Petersen. War's der Beste. Ja. Und von den Zugängen her. Ademeyou von Leipzig, Salzburg geholt, Florian Müller von Stuttgart geholt, Platz 9 Streich, boah. Deswegen Platz 9 Freiburg, wegen der ganzen Belastungen, sehe ich halt leider nicht mehr so also in den Top 5 Verein. Also die lassen stark nach. Also Platz 8, 8. Hier ein Herzchen schon mal für euch.
Platz Nummer 8 wird der SFC Köln. Ja, Köln wird 8. Achter bei mir. Schöne Grüße. Wie gesagt, ich mag euch Köln-Fans hier. Nimmt es mir nicht so übel. Aber mehr als Platz 8 wird es halt für euch nicht. Und ja, Platz 8 ist auch für meinen Augen völlig in Ordnung. Weil mehr werden sie halt auch nicht sein. Meiner Meinung nach. Von Abgängen her ist Duda gewechselt. Skiri ist nach Frankfurt gewechselt. Schindler ist nach, was weiß ich, gewechselt. Und ja, was auch ziemlich schade ist, ist, dass Jonas Hector Karriereende macht. Ich weiß, der ist ein Top-Spieler gewesen, war auch ein guter Kapitän, so wie es mitbekommen hat. Schon hat Karriereende gemacht und zu den Zugängen her haben sie ein Chabot geholt von Sampdoria, Penteke von Hoffenheim geholt, Paquerada von Pauli geholt, was nicht schlecht ist, ein Christensen haben sie geholt, also alles im einen sind die Transfers nicht schlecht, aber Platz 8 ist in Ordnung, meiner Meinung nach. Platz Nummer 7. Ich weiß, ich mache mich damit unbeliebt, aber egal. Mainz. Ich weiß nicht, ob es überhaupt eine Mainzer Bubble gibt. Aber ja, Mainz wird 7. Was soll ich noch zu Mainz sagen? Spielen auf jeden Fall um Europa mit, aber mehr wird es auch nicht sein. Vielleicht macht es ja Köln. Also, da wird es auf jeden Fall spannend zwischen den beiden Vereinen, zwischen Köln und Mainz. Von den Abgängen her ist von Mainz und Fulgini nach Lenz gewechselt. Ein Ingwarzen ist gewechselt. Hack ist gewechselt. Dann ein Dame ist abgegangen. Also, die Abgänge sind so naja. Von Zugängen her ist ein Tom Kraus geholt worden. Hier steht zwar RB Leipzig, aber er war bei Schalke. Dann Batz von Saarbrücken haben sie geholt. Dann haben sie Sepp Vandenberg geholt von Liverpool, ist Laie. Der war letzte Saison noch bei Schalke ausgeliehen. Jetzt ist er bei Mainz ausgeliehen. Was ziemlich stark ist. Mainz wird 7. Ist solide. Platz 6. Wird Frankfurt werden. Frankfurt ist eine Top-Mannschaft. Die machen auch eine gute Arbeit. Von Abgang her, So ist nach Sevilla gewechselt für 10 Millionen. Ramja ist nach Amsterdam gewechselt. Ache nach Lautern gewechselt. Kamada nach Rom gewechselt. Endika nach AS Rom gewechselt. Das waren so halt die Top-Spieler der letzten Saison. Und von den Zugängen haben sie richtig viele geholt. Ein Larsson geholt. Dann Pacho haben sie geholt. Edimse haben sie geholt. Knauf haben sie fest verpflichtet von Dortmund, was nicht schlecht ist. Engang haben von Hertha geholt, was ziemlich big ist. Max haben sie jetzt fest verpflichtet, was ziemlich big ist. Skiri haben sie geholt von Köln, was ziemlich big ist. Also sie haben schon big Transfers gemacht, die Frankfurter. Deswegen werden sie auf Platz 6 kämpfen um Europa mit oder Conference League, was auch immer. Aber mehr als Top 5 wird es auch nicht sein. In meinen Augen. Platz 6 ist auch so in Ordnung. Platz Nummer 5. Ein bisschen weiter noch hoch spielen, so um Platz 3-4 rum, aber es gibt auch noch andere Vereine, die noch besser sind als dieser Verein. Das ist wirklich der Big City Club, haben den anderen Big City Club und ja, ihr wisst ja, um was es geht.
Union Berlin wird Fünfter. So, was kann man zu Union sagen? Machen eine ziemlich gute Arbeit seit dem Aufstieg. Muss man auch neidlos anerkennen. Machen eine gute Transferpolitik. Gerade noch die Transfers-News. Leonardo Bonucci, Weltmeister, könnte kommen. Wow, what the fuck? Ich musste erstmal wirklich schlucken, dass sie einen Bonucci wollen. Ein fucking Bonucci, der bei Juve noch war. Also, wenn sie den bekommen haben, oder den sie noch bekommen, GG. Also, dann ist Platz 5 oder mehr als gerecht. Also, wow. Und ja, wollen auch noch Robin Gosens holen. Seit einigen Tagen ist ja das Gerücht, dass Robin Gosens auch noch holt. Entweder wird da noch Leihe kriegen. Also sie kriegen ihn wohl per Leihe plus Kaufoption. Also da wird aber ziemlich gekocht von Union Berlin. Also sie könnten um zwei Plätze noch weiter mitspielen durch diese Transfers. Aber erstmal müssen sie die Abgänge bedauern. Sven Michel ist nach Augsburg gewechselt. Paul Seguin ist nach Schalke gewechselt. Van Drongelen ist zu irgendwohin gewechselt. Dann Jamie Leveling ist ja allein Gebühr ja nach Stuttgart gewechselt. Sonali ist ja ablösefrei nach Hamburg gewechselt. Dann Möwald ist ja auch weg. Aber auch von Zugängen her. Und da haben sie richtig gekocht. Und da werden sie noch richtig kochen mit Gosens, Bonucci und was der Geier, was sie noch holen wollen. Ey, also. Diogo Leiter haben sie fest verpflichtet von Porto, was ziemlich stark ist. Also Respekt. Toussaint haben sie von Erzrivalen Hertha Berlin geholt. Wow, nicht schlecht. Kaufmann haben sie geholt von Kopenhagen. Hollerbach von Wiesbaden war ja eigentlich bei Köln. Hat sie schon zugesagt. Dann wieder nicht. Also, dann sind sie jetzt nach Union Berlin gewechselt. Später dann jetzt auch Champions League. Ein Schwolo haben sie ablösefrei geholt. Ja, nicht schlecht. Dann Fofana von Chelsea per Leihe geholt. Vor fucking Chelsea ein Stürmer? Krass. Also Union Berlin wird kochen diese Saison. Union Platz 5 oder mehr ist mehr als gerecht. Also GG an Union. Ihr werdet die Saison abreißen, ey. Und ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also, Digga, ich glaube, das wird die noch spannendste Saison als letzte Saison mit Bayern und Dortmund. Also, boah. Es wird halt wirklich schwierig einzuschätzen, wer Meister wird, weil potenziell haben diese vier Vereine haben potenziell Meister zu werden. Ja, das sage ich als Bayern-Fan. Aber ich sehe es so an alle Fans von diesem Verein. Eigentlich wollte ich euch höher machen. Aber Platz 4, weiß nicht, ist einfach schwer einzuschätzen. Diese vier Vereine sind schwer einzuschätzen. Aber ja, Leverkusen wird Vierter. Ich denke mal, Platz 4 ist für die in Ordnung. Weil die Tests sahen schon mal nicht schlecht aus. Abgänge zu bedauern. Moussa Diaby, der letzte Saison noch stark war. 13 Tore, 12 Vorlagen oder was auch immer der hatte. Ist nach Aston Villa gegangen für 55 Millionen. Also, ja. Mitchell Bakker ist gewechselt nach Bergamo. Demirbay ist nach Galatasaray gewechselt. Zugänge her haben sie Victor Boniface geholt. Was ziemlich krass ist. Also, Bruder, der könnte sogar krass sein, könnte sogar noch besser als Patrick Schick sein. Dann haben sie auch noch einen Big Transfer Granit Xhaka geholt von Arsenal, was ziemlich nicht schlecht ist. Jonas Hofmann haben sie geholt von Gladbach, ist nicht schlecht mit Wirtz, Doppel ZOM, ja krass. Grimaldo von Benfica haben sie ablösefrei geholt, also ziemlich stark. Ja, Platz 4 unter Xabi Alonso könnte sogar auch
Ich wollte die sogar auch zu Vizekusen nennen. Also, wie gesagt, ich wollte Leverkusen eigentlich auf Platz 2 nehmen, aber Deckmann, die haben dann ihre Schwächen dann und werden dann halt Vierter für mich. Und was auch vor ein paar Wochen ziemlich big ist, Xabi Alonso hat verlängert bis 27. Oder 26 oder 25. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das krasseste News ever gewesen. Weil Xabi Alonso ist ein Top-Mann. Aber ja, Leverkusen Platz 4 könnte sogar Platz 2 werden, vielleicht. Es gibt halt noch andere Vereine, die halt noch krass sein könnten. Kommen wir nun zu Top 3. Platz 3. Ihr werdet mich hassen, aber. Aber ich mag euch, okay? Platz. Ja. Was dieser Verein anbelangt, natürlich könnten sie auch Zweiter werden. Vielleicht könnten sie auch Vierter werden. Aber ich habe jetzt Platz 3 genommen. Den schwersten Abgang haben sie mit Jude Bellingham für 103 Millionen zu bedauern. Ist nach Real Madrid gewechselt. Kann man nichts anderes zu sagen. Guerrero ist nach Bayern gewechselt. Zugänge her haben sie ja, wie ich schon bereits gesagt habe, Felix Mmecha geholt von Hansa Wolfsburg. Soll ja Jude Bellingham beerben. Dann haben sie auch Marcel Sabitzer geholt von Bayern. Schade, ich wollte ihn eigentlich nur bei Bayern sehen, noch eine zweite Chance geben, aber was soll's. Benze Baini haben sie noch geholt. Und Gladbach. Ich weiß, es ist ein bisschen kontrovers, dass ich Dortmund auf Platz 3 genommen habe. Vielleicht werden sie ja auch Meister. Ich weiß es einfach nicht. Ich sag einfach so, es wird die spannendste Bundesliga ever. Das ist auch mein, wird wahrscheinlich auch mein Hot Take sein. Platz Nummer 2. Da, Platz 2. Leipzig wird Vizemeister, vielleicht auch Meister. Und ja, Abgänge her haben sie gerade Quatrochol zu bedauern, 90 Millionen, Szoboszlai 70 Millionen. Also diese Transfers sind schon halt krass krank, dass sie weg sind. Oder Nkunku ist weg. Nach Chelsea für 60 Millionen. Also, Bruder, also diese drei Top-Spieler, die letzte Saison für Leipzig krass waren. Ja gut, außer Nkunku, Langzeit verletzt worden, aber ja. Aber von Zugängen her haben sie Openda geholt von Lens. Luke Bayer von Lyon haben sie geholt. Baumgartner von Hoffenheim haben sie geholt. Sesko von Salzburg geholt. Und Xabi Simmons ist ja bei Paris eigentlich unter Vertrag geworden, aber haben sie per Leihe geholt. Könnte in der Bundesliga kochen, der Simmons. Aber ja, mehr zu dem Verein will ich auch nicht sagen. Es wird mein geliebter Bayern München werden. Ich weiß, Bayern wird Meister. Was soll ich zu Bayern sagen? Haben gegen Leipzig. Ich weiß nicht, was los war. Habt vielleicht meine Live-Reaction gesehen. Also, Bruder. Da muss auf jeden Fall diese Saison mit Tuchel. Da muss auf jeden Fall irgendwas passieren. Ich sag so, Bayern wird ja zum Glück Meister oder Vizemeister. Vielleicht werden sie auch Dritter. Also, keine Ahnung. Also die Spiele, die ich gesehen habe, boah, weiß ich nicht. Gegen Dortmund 18 war krass. Aber sonst gegen City haben sie ja deutlich versagt. Hatten auch ihre Chancen gehabt. Dann gegen Liverpool haben sie mit Glück gewonnen. War mehr auch nicht. Und ja, wie gesagt, das erste Pflichtspiel DFL Supercup gegen Leipzig. Hatten ihre Chancen, haben sie aber am Ende versagt. Ich weiß, gibt denen noch Zeit. Ich gebe denen noch Zeit. Wenn nicht, dann ist es eben halt over. Dann wird entweder Leipzig, Dortmund, Leverkusen, Union Berlin Meister. Dann ist es eben halt so. Kann man nichts dran ändern.
Die Testspiele waren schon katastrophal, aber ja. Abgänger, Lucas Hernandez, au revoir, ist nach Paris gegangen. Zum Glück dieser schlechteste Spieler von Bayern. Dann Sadio Mané, der ist nach Saudi-Arabien gewechselt. Wurde ihm eigentlich noch eine Chance gegeben, aber ja, er war eben halt der schlechteste Bundesliga-Transfer ever. Nicht nur bei Bayern, sondern durch die ganze Bundesliga-Geschichte. Dann Sabitzer, wie erwähnt, ist nach Dortmund gewechselt. Mal schauen, was er da so kocht. Dann Sommer ist gewechselt, nach Inter gewechselt. Ich wollte den auch bei Bayern sehen, aber ja. Sonst ist noch ein Nübel gegangen. Nach Stuttgart, Blind ist weg, Arebi ist weg und Joel Cancelo ist zurück nach City gewechselt. Ja, die Abgänge sind halt solide, ist auch in Ordnung. Vor allem für einen Spieler, den ich mich freue, der dann endlich weg ist. Und ja, kommen wir nun zu den Big Transfers. Sind Konrad Leimer von Leipzig geholt, was ziemlich geil ist. Er wird auf jeden Fall nicht den Sabitzer 2.0 machen, hoffentlich. Guerrero, wie erwähnt, von Dortmund geholt, ist aktuell verletzt. Also, Fonte Davis wird auf links bleiben, sondern er ist ja auch nicht verletzt. Dann müssen wir wieder was nachholen. Dann ein ziemlich, also, das ist der biggest Transfer durch die ganze Testspielsache. Come on, Kim Min-jo, wie man auch immer ausgesprochen wird, von SSC Neapel. Der war in den Testspielen richtig geil. Denk mal, er wird hoffentlich in der Startelf stehen mit Upa oder De Ligt. Wer weiß, was man unter Tuchel noch so erwarten kann. Und ja, dann die Transfersensation ever hat sich ja lange hingezogen. Aber endlich ist er da. Harry Kane hat ja schon mal in meiner Live-Reaction mitbekommen. Aber endlich ist er da. Harry Kane ist endlich da. Juhu, nach den Transfer-Hickhacks, was man so gehört hat. Und ja. Achso, was man noch zu den Abgängen von Bayern sagt, ist, Pavard ist weg. Also, wenn ihr das Video seht, Pavard ist hoffentlich weg. Ist zum Menü gewechselt. Ist auch besser so. Ja. Das ist die Abschlusstabelle der Saison 23/24, also 10 Jahre danach. So, 2 ist Leipzig und so. Ich sag einfach so, es wird die spannendste Bundesliga ever. Das ist auch mein, wird wahrscheinlich auch mein Hot Take sein. Kommen wir nun zum Höhepunkt meines Videos. Also, die erste Trainersaison 2023/24, also für die Saison, wird Ole Werner bei Werder Bremen werden. Grüße an alle Werder Bremen-Fans. Er wird halt gehen. Sorry, Leute. Kann ich nichts ändern. So, Torschützenkönig oder Torschützenkönige. Und wie auch bei der zweiten Bundesliga nehme ich wieder zwei mit im Kauf. Harry Kane und Sebastian Haller werden jeweils 27 Tore erzielen und werden beide Torschützenkönige. Bester Einkauf der Saison wird Victor Boniface von Bayern 04 Leverkusen werden. Der wird halt so ähnlich wie Kolo Muani wie letzte Saison so sein. Auf jeden Fall. Die Testspiele sahen schon mal nicht schlecht aus von ihm. Schießt Tore. Also Bayern 04 Leverkusen reißt diese Saison ab mit ihm. Nicht schlecht. Schlechtester Einkauf wird keiner. Alle sind gut. Also um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, wer der schlechteste Einkauf sein wird. Schreibt es mir gerne in den Kommentaren, wer es sein wird. Ich bin überfragt erstmal. Ich kann nur, das Transferfenster ist noch offen. Keine Ahnung. Ich weiß es einfach nicht. Youngster der Saison oder Youngstare. Diesmal gibt es zwei Youngsters der Saison 23/24.
einmal Sesko von Leipzig und Mats Zell von Bayern. Das wären so die beiden herausragenden Youngsters dieser Saison. Enttäuschung der Saison wird ganz klar SC Freiburg. Die knüpfen nicht an letzte Saison dran. Haben auch die Dreifache belassen mit Pokal, Champions League und Bundesliga. Und ich habe sie auf Platz 9 gewählt. Und von daher. Diese Saison, die Enttäuschung der Saison werden. Trainer der Saison 2023-24 wird Urs Fischer von Union Berlin. Der macht herausragende Arbeit. Sein Team, alles von Union Berlin, macht ziemlich krass, alles wild hier. Wie man auch schon bei dem Transfer schon gehört hatte. Wow. Urs Fischer, Trainer der Saison, safe. Top-Vorlagengeber und Topscorer Dani Olmo von RB Leipzig. Lasst ein Like auf das Video und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und schreibt mir mal eure Prognosen unter meinem Video. Ciao.